La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident mit Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zum Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar in Stücke. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Hello. Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. Ich habe auch schon runtergeladen. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss a la Hello. Bosse. El Sueño. Hallo. Ich sterbe nicht. Hallo. Hörst du mich? Nein. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Ich höre dich. Ja, dich auch. Du musst doch genau kommen, wenn ich ein Video mache. Ja. Nein. Nicht schlimm. Hallo, Leute, wie geht's? Hier machen wir ein Video von Ghost Recon Better. Direkt Idee. Gerade sind wir hier einen Charakter auszuwählen. Beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders.
4 Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese 4 werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pak Katari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Mein Charakter. Warte. Ich habe erst jetzt gespielt. Das ist mein Charakter. Eine Bandana, eine Brille, eine Mütze, Waffe, eine Jeans, Schwarz, eine Kampfschuhe. Ja, und das ist mein. Jetzt ist es nicht gut im Hintergrund. Moment, ich fahre. So, ich mache jetzt die Hintergrundgeräusche. Und ich mache es ultra langsam. So kommen wir niemals hin. Bowman eigentlich in Bolivien gelandet. Sie hat hier nach Edward Snowden gesucht. Tja, Snowden hat wohl einen anderen Flug genommen. In den 90ern soll sie beim Plan Dignidad mitgemacht haben. Digni was? Eine Operation, um ganz Bolivien von Coca zu befreien. Das ist DEA-Kram, oder? Nicht alles. Den richtigen Mann wählen lassen, die Bevölkerung militarisieren, die Menschen beeinflussen, ohne dass sie es merken. Die normale CIA-Gehirnwäsche. Damals jedenfalls. Ein Plan, Coca völlig auszurotten? Viel Glück dabei. Das wäre beinahe gelungen. In dem Fall wären wir gar nicht hier. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht kämpfen die Leute entschlossen um etwas, wenn du versuchst, es auszurotten. Leute, ich habe Auto getauscht. In diesem hier ist es schneller. Ja, ich habe einen Kopf. Jemand das Forest Park Spiel gesehen? Lalalala, hört sofort auf! Was zum Teufel? Ich schwöre, wenn eins von euch Arschlöchern was verrät. Ist seit 2 Wochen bekannt. Ich weiß, das Internet ist elend langsam hier. Ich lade das Spiel seit Tagen runter, also nichts verraten. Kein Problem, du hast eh nichts verpasst. Sie haben mit 30 Punkten verloren. Wie bitte? Er verarscht dich. Die haben mit 12 gewonnen. Aufhören, bitte! Aufklärung. Tja, tut mir leid. Okay. Eigentlich waren es 17. Oh Gott. Wurde nicht abgesagt? Leckt mich doch. Ich sehe noch einen Tango. Noch ein dritter. Oh, ich darf nicht zu weit weggehen.
Alter, die haben doch gelacht, dass wir diesen Seite nicht mehr die andere Seite ist. Ach, da. Machen wir es. Ja, genau so. Geht doch. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Drohne. Drohne fliegt. Nein. Geh in Position. Okay, bin unterwegs. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. Schießen sie oder halten sie. Wenn sie im Korb sind, ihnen ihren Angriff aufzubereiten. Ich fange bei Fußballspielen. Ohne. Dass ich ewig stark sein und länger als die Bälle stehen werde, dass ich unaufhaltsam bin. Okay, alles ist gut. Me vale madres. Él y su familia se van a joder. Entiéndelo, me los voy a chingar. Ruhig, Kamine. Pinche cabrón! Espérate, cabrón, espérate! Suéltame, cabrón! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a... Hör
zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Radolio-Farm. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Los. Das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Hab noch ein Tango. Ja, Leute. Ja, Leute, ich glaube, ich mache hier den Video fertig. Die nächste Folge wird mit Lolli sein. Und noch nicht fertig. Ich gehe noch in diese Leute durch. Ich probiere die Münzen zu killen. Akzeptiert euer Leben nicht, wie es gerade ist. Werdet mehr. Möge Santa Muerte euch segnen. Amen. Und das macht drei. Radio Santa Blanca con DJ. Achtung, Marco mit Maschinenpistole. Das ist geil. Hoy algo especial bei DJ Perico am Telefon. Die schönste der Schönen persönlich. Die elegante, la más guapa. Gegner getroffen. Flores, mamacita de mi vida, la reina de belleza, die Schönheitskönigin. Okay, willkommen in der Sendung. Gracias, Perico. Ist mir ein Vergnügen, mit dir zu reden. Bueno, kannst du irgendwas zu den aufregenden Gerüchten über ein neues Taubboot sagen, an dem el cerebro angeblich schraubt? El cerebro, mi chico, ist ein... Si te mueves, estás muerto. Entiendes? Pinche puto, no más suéltame, no más suéltame, cabrón. Sigue así, chiquillo. ¿Neta? ¿Wird das Boot richtig tauchen können? ¿Oder nur eines von den Dingen sein, die direkt unter der Wasseroberfläche schwimmen? Pues sí, mamacito, es stimmt. Er hat für uns ein richtiges U-Boot entwickelt, das für Radar und Satelliten unsichtbar ist. Wir haben eine funktionierende... Ich habe ja schon. Und in ein paar Wochen werden wir mit diesen U-Booten unsere Waren nach Mexiko und Europa exportieren. Und die Frage, die alle beschäftigt, werden die neuen Narkoboote Toiletten haben? Ja, ich hoffe es schon. Die andere Seite zu stellen. Next Venue. Die Sicarios haben den entflohenen Gefangenen in Kulta gefunden. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Sie haben ihn beschützt. Sie. Das Dorf ist bei der Uni-Bahn bekannt als Zuflucht der Rebellen. Was wollen die Rebellen eigentlich? Tötet alle. Das ganze Dorf. Bringt wirklich in Zorn über Kulta und löscht es vom Antlitz der Rebellen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub. Zwei Fähigkeiten, okay. Waffe, Drohne. Also in Körper. In Drohne. Nachtsicht. Reichweite. Ein Vorteil. Nachtsicht. Bei den Körper. Ausdauer. Kein Schmerz. Verringere die Dauer der Schadenresistenz nach der Wiederholung. Oder Ausdauer. Und die Ausdauer liegt fest. Sie rennen können.
ohne Pause, ohne eine Pause zu machen. Okay. I don't want. Hallo. Hey, lass die Waffen unten. Die Leute haben schon zu viel mitgemacht. Die Waffen unten. Wir wollen die Leute für uns gewinnen. Jürgen? Wo bist du hin? Ich sehe dich. Hola. Hola. Leute, wir machen hier fertig und wir sind fertig. Tschüss.